Willkommen zurück, Super Mario Freunde, hier bei New Super Mario Bros. U Deluxe. Wir sind in Eiswürfel-Eisfällen und hier ist gerade Mops hier aufgetaucht, oder schon, naja, im letzten Level ist er hier aufgetaucht. Und wir werden ihn jetzt erstmal schnappen, damit Toad seine Sachen zurückkriegt. Natürlich übernimmt das Toadette. Sie ist ja hier die Gentle Lady. So, Mopsy. Wenn man nur für Ärger gut. Das gibt's doch nicht. Bleib doch stehen. Ach, verdammt. Jetzt krieg ich ihn, Toadette. Krieg ich ihn. Ja. So, was kriegen wir hier? Ach ja. Kriegen wir ja immer hier. Okay, ist aber nicht schlecht. Und unser Inventar ist fast voll. Oder ist voll. Was haben wir denn hier? Wagenlift Wagnis. Ja, komm, dann nehmen wir mal eine Superkrone. Können wir ja eh nur bei Toadette benutzen. Würde ich gerade mal spielen. Dann machen wir das so. Machen wir weiter als Peachette. In Wagenlift Wagnis. Aber ich glaube, wir kriegen hier... Ach, wenn man Eisblume nehmen soll, dann... Ah, ich weiß nicht so ganz. Die Superkrone... Unfähigkeit. Ich hätte auch noch den Wandsprung machen können, dann wäre alles gut gewesen, aber irgendwie... Ich bin gerade verzweifelt. Ach man. Aber wenn es jetzt schon so losgeht, dann wird das nichts. Nee. Was soll das denn hier? Ach so. Eine Einladung zum Selbstmord. Ja, okay. Ach, verdammte Scheiße. Toll. Oh. Ey, das ist doch nicht wahr. Was ist denn los mit mir? Ich glaube, ich sollte heute einfach nicht weiterspielen. Na, zumindest die Zarkons kriege ich ganz gut. Was ist hier noch runter? Nichts. So. Nein! Also, Eistoilette sieht schon cool aus. Wie so... Ich weiß auch nicht, wie so eine Tüte Gummibärchen. Was habe ich da getan, fragt ihr euch? Ich weiß es nicht. Aber wenn ihr es wisst, schreibt es gerne in die Kommentare. Oh Mann, ey. Ich bin heute echt nicht gut. Also den vorherigen Part habe ich auch schon heute aufgenommen. Auch wenn es halt nicht am gleichen Tag erscheinen wird, aber ja. Jetzt komme ich da oben nicht ran. Oh. Das gibt's doch alles nicht. Von was ist das da? Deswegen war ich auch gerade so verwirrt. Jetzt komme ich da nicht hoch. Ich springe jetzt einfach dorthin. Ich weiß zwar nicht, was mir das bringt. Hä, was soll das denn sein? Das sind doch Münzen. Da ist aber keine Starcoin, oder? Egal, ich mache das Level jetzt einfach zu Ende. Wenn eine Starcoin fehlt, weiß ich, wo sie ist. Hoffe ich. Und wenn nicht, dann halt nicht. Und jetzt höre ich auf mit diesem Blödsinn. Ach, das war auch wieder nichts. Nein! Das kann doch nicht wahr sein! Ich nehme jetzt auch keine Superkrone oder so, weil dann werde ich wieder versucht sein, dieses eine Stelle da auszuprobieren und das will ich nicht. Ich will einfach nur hier durch.
geht doch. So. Groß sein ist schon mal was Gutes. Jetzt muss man nur noch hier runter. Ne? Okay. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt tun soll. Na gut, ich bin schon mal hier oben. Blöd, Mann! Aber hier ist die letzte Starcoin. Immerhin hat es sich gelohnt. So, jetzt schnell hier durch. Na, als ob ich mir das hole. Okay. Was für ein fieses Scheißlevel. Und es war ja nicht wirklich das Level, das so schlecht war. Ich war schlecht, aber... Ja. Ich sag nichts dazu. Es kann ja nur noch besser werden, jetzt wo das Geisterhaus kommt. P-Schalter-Paradies, ja super. Und hier müsste auch der Secret Exit in dieser Welt sein. Denn wenn er irgendwo ist, dann in einem Geisterhaus. Erstmal die Feuerblume. Was ist das hier? Die anderen Türen sind, glaube ich, fake. Ich bin mir aber nicht sicher. Aber wenn das hier ein Secret Exit hat, müssen wir hier zweimal durch. Also, was soll's. Oh, hier geht's durch. Ja, aber da war auch der Pfeil. Hm. Komisch. Komisch. Na gut, dann müssen wir doch die andere Tür nehmen. Und jetzt komme ich da nicht schnell genug hin. Ah, perfekt. Dann halt noch eine Runde fahren. So, was ist hier drin? Ugh. Aha. Aha, aha. Die Tür ist fake, okay. Nur zur anderen Tür. Die ist echt. Boah, ich weiß nicht, ob ich hier alles kriege auf Anhieb, aber wir müssen das Level eh zweimal machen. Oh. Toll. Geil. Wie soll ich denn da rankommen? Na, besser als die Feuerblume kann es eh nicht werden. Im Grunde konnte ich hier nur verlieren. Wollte zumindest nicht gewinnen. Und hier ist nichts, gar nichts. Das ist mir suspekt. Geisterhäuser sind echt super. Vor allem so eins. Führt die Tür hin? Ah, da war ich auch schon. Ich bin doch blöd. War ich noch? Ich habe keine Ahnung, wo ich schon war und wo nicht. Hier geht's auf jeden Fall hin. Okay. Ey, ich hasse das.
Das ist auch eine interessante Spielmechanik. Ich hoffe, die führt zum Secret Exit. Ein Exit ist es auf jeden Fall. Oder doch nicht? Das ist der normale Ausgang. Was ist hier noch drin? Aha. Ach, keine Ahnung. Oh, wir haben zu einer guten Zeit beendet. Deswegen kriegen wir ein Geschenk. Okay. Ja. Die Frage ist, gibt es hier überhaupt einen Secret Exit? Was müsste ihn eigentlich hier geben, wenn überhaupt? Also werde ich jetzt einfach weitersuchen. Ich muss ja eh noch zwei Starcoins holen. Und da wir eigentlich noch gar nichts in dem Level hier erkundet haben, muss ich auch nicht reinschneiden, sondern eher richtig zeigen. So. Da ist nichts. Hier ist auch nichts. Also. Kann es nur hier sein. Also hier muss man auf jeden Fall schon mal weitergehen. Ja, da ist ein Weg, den ich noch nicht genommen habe. Und den ich auch jetzt nicht nehmen werde, weil das Spiel mich hasst. Doch. Ich komme nämlich doch hier hin. So, und hier waren wir noch nicht. Nein, 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 nein. Okay. Die Starcoin haben wir so gerade bekommen. So schnell konnte ich gar nicht reagieren. Ich musste erstmal checken, was da überhaupt los ist. Und hier geht's weiter. Also ist das der normale Weg soweit, nehme ich an. Ja, und dann passiert das hier. Da geht's auch rein. Sieht aber auch alles so gleich aus. Oder oben könnte es auch reingehen. Oh, Geister, das sind echt was. Echt, ja. Das man erstmal checken muss. Also. Aber da war ich doch gerade. Oh, ist das der Ausgang? Nee. Noch nicht. Naja, immerhin, wir haben schon mal ein bisschen Fortschritt gemacht. Die zweite Starcoin haben wir. Von hier komme ich gar nicht mehr zurück, ne? Ist ja nicht so toll. Geil. Aha. Aha, aha. Ich dachte mir schon, dass das irgendwie noch höher geht. Okay, letzte Starcoin. Und das müsste der Secret Exit sein, oder? Bitte, bitte, bitte. Das wird der normale Ausgang sein. Oh, nee. Löst der Secret Exit. Naja. Immerhin haben wir es geschafft.
Okay, das war meine größte Sorge jetzt in diesem Part, das Geisterhaus zu 100% abzuschließen. Aber okay, geschafft ist geschafft und wir kriegen schon wieder was. Wir haben gar keinen Platz mehr im Inventar. Ja, aber für einen Pilz brauche ich auch keinen Platz. So, wo führt das denn erstmal hin? Das sieht mir aber auch noch mal Eislevel aus. Okay. Dann lasse ich das hier. Wirklich wegwerfen? Ja, bitte. Oder würde ich sagen, machen wir jetzt erstmal das neue Level, bevor wir dann hinterher in die Festung gehen. Eiswürfel, Eisfälle. Wie heißen die denn nochmal? Naja, Walross. Ach so, Karlross-Karambolage. So heißen die, Karlross. Hä? So ein bisschen wie die Spikes. Hui. Okay. Krasse Mechanik hier. Was haben wir hier? Nichts. Na toll. Oh, die Starcoin-Farbe da. Hat sich ja... Aha. Ist mir egal, Cooper. Geh weg. Hä? Ach, als ob. Ich hab ja die Eisblume. Hier ist nur ein Leben, oder? Drei Leben sogar. Das war jetzt auch knapp. Naja, geht schon alles irgendwie so. Das kann ich ja nicht hochheben. Naja, okay. Zweites Dakon haben wir. Mit Toadette läuft das hier ganz in Ordnung. Ich will hier runter. Ich dachte mir schon, dass hier was ist. Wo will man leben? 3 Jahre leben. Jo. Oh. Scheiße. Da oben ist auf jeden Fall was. Das hat man auch gesehen. Da war so eine kleine Einkerbung, aber wirklich nur ganz kleine. Ein bisschen was sehen, bevor ich hier weitermache. Scheiße. Nein, sterb. Puh. Okay. Dann ist auch die Karlross-Karambolage abgeschlossen und wir können jetzt endlich ins Schloss gehen. Oder in die Festung. Ein Schloss noch nicht. Ein Schloss ist Peach. Sofern der Sturm es nicht zerstört. Aber ich glaube, der Sturm ist eher nur eine Abwehr. Naja. Ja, interessant. Eine Knochenbahn. Wie toll. Knochenbahnen sind ja auch immer tolle Level. Aber okay. Eiswürfel, Eisfälle, Festung. Wendys Steinblock-Festung. Ah, wie toll. Toilette gegen Wendy, das kann ja was werden. So, wir sind ganz klein. Ist immer sehr erfolgsversprechend. Oh. Fängt auch schon gut an.
Oh, aber hier gibt es sofort eine Superkrone. Ich bin so blöd. Hui. Okay. Oh, I. Mhm, da ist ein Starcoin. Komm runter. Nein. Hey, komm. Na, dann habe ich so. So. Da war nichts, okay. Perfekt. Genau so muss das. So, und hier ist nichts? Ist ja komisch. Ja, immer schön auf Risiko gehen. Ich reg mich auch gar nicht auf, wenn es schief geht. Oh, Schreck. Ich sollte nicht darum stehen. Kann ich die kaputt machen? Ja. Und da ist eine Röhre, in die ich jetzt nicht komme. Aber jetzt. So, was gibt's hier? Das war leider die dritte Starcoin, das heißt, ich habe eine verpasst. Jetzt werde ich Backtracking betreiben müssen. Also in so einem Level ganz schlau. Oh Gott. Ja, in so einem Level ist das wirklich ganz schlau. Kann man da runter? Ach nee, hier war ich ja. Ja, toll. Wie soll ich denn da nochmal hochkommen? Okay, es geht eigentlich relativ einfach. Aber trotzdem. Wo können die Starcoin sein? Die war die erste. Ja, hm. Oh, das kann doch nicht sein. Die muss doch hier sein. Das ist da oben irgendwas. Oh, ich sehe hier nichts. Ich sehe auch keinen versteckten Block oder so. Ja, auch nicht, oder? Den hätte ich gefunden. Ja gut, dann weiß ich es nicht, dann muss ich... Dann werde ich es reinschneiden müssen. Das ist ärgerlich. Aber so ist es halt. Okay. Ich kämpfe jetzt gegen Wendy. Haha.
Das Luftschiff von mir. Hier sieht sogar aus wie ein Schlitten. Sehr cool. Schön an die Welt angepasst. So, Toilette gegen Wendy. Ihr Kampf sieht auch ganz interessant aus, hier mit den Rampen und da oben den Eiszapfen. Und sie kämpft und sieht auch Schlittschuhe an. Und sie nutzt die Eiszapfen auch, das war ja zu erwarten. Autsch. Naja, ich beende es jetzt hier. Bevor sie mich noch besiegt. Okay, kein schwerer Kampf. Aber auf jeden Fall cool. Also, ich finde, Wendy ist halt schon sehr personalisiert von den ganzen Koopalings. Das hat man jetzt auch in dem Level, oder in ihrem, an ihrem Kampfstil gesehen. Sie macht ja wieder ihre Ringe, die sie eigentlich immer macht. Und naja, ganz cool. Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt die Eiswelt abgeschlossen. Ich werde die Sternmünze reinschneiden. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder, wenn es in die nächste Welt geht. Ich freue mich drauf, ich hoffe ihr auch. Ja. Hier an dieser Stelle, ich habe diese beiden Blöcke hier weggehauen. Das hätte ich nicht tun sollen. Denn, man kann da hoch. Man muss da hoch. Um zu Starcoin zu kommen. Denn hier ist eine Röhre. Sehr schön. Sehr schlecht. Auf jeden Fall haben wir die Starcoin jetzt. Und ich sterbe hier noch. Ja. Naja. Jetzt haben wir sie. Ich werde das Level nochmal abschließen und gegen Wendy kämpfen. Und ja, dann sehen wir uns, wie gesagt, im nächsten Part. Dann in der Wasserwelt. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr auch. Das habe ich schon gesagt. Aber was soll's.